Teamplay ist für Jochen das A und O. Er war selbst lange Fußballer. Heute trainiert er zweimal die Woche die D-Jugend seines Vereins. Sehr motiviert ist auch Sophia. Sie kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit einer Initiative, die sich für geflüchtete Menschen einsetzt. Ben liebt Bücher. Seine Leidenschaft teilt er gerne. Er unterstützt die Bibliothek im Krankenhaus und nimmt sich Zeit für die Patientinnen und Patienten. Was sie alle gemeinsam haben, sie lieben, was sie tun. Und sie tun es ehrenamtlich. Die Stadt München bedankt sich für dieses Engagement mit der Auszeichnung München dankt. Sie besteht aus einer Urkunde und einem Gutscheinheft. Die Urkunde beschreibt die Tätigkeit im Engagement und wird von der Organisation und dem Oberbürgermeister unterschrieben. Sie kann zum Beispiel Bewerbungen beigelegt werden. Das Gutscheinheft enthält Eintrittskarten für verschiedene Freizeitangebote, zum Beispiel für Theater, Museen, städtische Schwimmbäder oder den Tierpark. Die Auszeichnung kann erhalten, wer mindestens 80 Stunden pro Jahr in München ehrenamtlich tätig ist. Den Antrag stellt in der Regel die Organisation für ihre Engagierten, am besten online. Aber auch Einzelpersonen können Anträge stellen. Unter bestimmten Voraussetzungen und für Menschen in besonders umfangreichen Engagements gibt es übrigens noch eine weitere Anerkennung: die Bayerische Ehrenamtskarte. Auch sie bietet viele Vorteile. Die Zahl der Menschen, die sich freiwillig engagieren, wächst stetig. Die Stadt München bedankt sich bei allen, die sich mit viel Kraft und Energie in die Stadtgesellschaft einbringen und so die Gemeinschaft stärken. Weitere Informationen und den Online-Antrag auf München dankt finden Sie auf der Website der Landeshauptstadt München.